Ja, wir machen hier bei der Synode eine Eisaktion, weil wir sind die Beauftragten für die gemeindebezogene Dienste hier, für Gemeindediakonen und Jugendreferentinnen. Und ja, wir machen die Eisaktion, um einfach auch den Synodalen auch was Gutes zu tun. Weil heute bei der Synode das Berufsbild für die gemeindebezogene Dienste vorgestellt wird. Und ja, wir dann die Synodalen einladen, beim Eisessen gemeinsam zu reden darüber, was die Vielfalt von Berufen und von Professionen in unserer Kirche auch Gutes zu Wege bringt. Sorten repräsentieren Vielfalt, wie vielfältig auch unsere Arbeit ist. Wir haben 4 Eissorten mit angeboten. Natürlich könnten wir jetzt von unserer Arbeit her gesehen noch viel mehr Sorten anbieten, aber es ging eigentlich jetzt nur noch mal drum, über die Sorten und über eine Vielfalt, die so ein Eisbecher als normalerweise bietet, auch das diesen Synodalen vorzustellen, was eigentlich unsere Arbeitsrichtung ist. Die Sorten selber, wir haben, glaube ich, Zitrone, Basilikum ist mit drin, Erdbeer haben wir dabei und noch 2. Aber ich denke, da halten wir mal noch den Mantel des Schweigens drüber. Das soll jeder mal selbst schmecken und gucken, was da mit drin ist in unserer Arbeit. Und 3 Sorten repräsentieren außerdem 3 Berufsbezeichnungen hier in der Kirche, nämlich die Gemeindediakonin und Gemeindediakone, die Jugendreferentinnen und Jugendreferenten und die Referenten, die im übergemeindlichen Dienst tätig sind. Das sind so die 3, die in die gemeindepädagogische Beruflichkeit gehören. Und das war die 2. Idee, die eine Rolle spielt. Und man kann gerne in der Karte nachlesen, das sind die verschiedenen Angebote genannt. Family Eis, der Kinder- und Jugendsplit, der Silver Age Cup, der Donnerkoppa und der Bildungsbecher. Und da kann man genau nachlesen, was in diesen Bechern alles drin sein kann an Gemeindepädagogik. Ich finde das eine sehr, sehr gute Idee. Es schmeckt gut und es zeigt das, was es ausdrücken will, nämlich wie wichtig uns die Vielfalt ist. Jeder hat gerne mehrere Eiskügelchen und das versteht man von Kindesbeinen an und deswegen ist die Idee einfach super und sehr, sehr überzeugend.